Seit Wochen arbeiten Marco Beer und seine Kollegen rund um die Uhr auf der Montageplattform. Eine Spezialkonstruktion, die in 130 Meter Höhe außen am Turm hängt. Wenn immer so ein Wetter ist, kommen wir nicht vorwärts. Nee, das stimmt. Das ist wesentlich schwerer. Bei Membrane können wir ja gar nicht ziehen bei dem Wind. Aber ob das die Woche noch was wird, das liegt am Wetter. Oben die Kletterer, darunter die Vorarbeiten auf der Montageplattform. Ohnehin sind sie hinter dem Zeitplan und jetzt noch eine Sturmwarnung. Gute und schlechte Tage. Heute ist halt mal ein harter Tag mit dem Wind. So, halt mal. Im Laufe des Nachmittags wird der Wind stärker. Das Klettern wird immer schwieriger. Arbeiten können sie nur noch im Windschatten des Betons. Längst ist klar, dass der Turm zum offiziellen Einweihungstermin der Stadt Rottweil Anfang Oktober nicht komplett verhüllt sein wird. Obwohl sich das alle wünschen, allen voran Juri von Ortenberg von Tayo. Vom Bauherrn kommt natürlich ein gewisser Druck. Es kommt von der Öffentlichkeit Druck. Aber trotz allem gilt, saubere Arbeit erfordert saubere Zeit. Man muss einfach konzentriert weiterarbeiten. Die Spezialfirma für den Membranbau arbeitet weltweit. Parallel verhüllt Tayo zurzeit das neue Stadion von Atletico Madrid in Spanien. Ein Klacks gegen das hier, den Turm in Rottweil. Es gibt hier auch gerade an der Ecke der Landschaft ziemlich große Winde. Also der Turm sitzt ja auf so einer Halbinsel, quasi über dem Neckartal. Und wenn man sich auf sowas einlässt, ist schon klar, dass man kämpfen muss, ne? an manchen Stellen. Heute ist der Kampf auf der Montageplattform besonders hart. Und nach 10 Stunden im Wind wird Marco von der Nachtschicht abgelöst. Monteure aus ganz Europa arbeiten hier Tag und Nacht zusammen. Polen, Slowenen und Kranführer Petar aus Kroatien. Seinen Kran bewegt er mehr als 100 Meter über sich, per Fernsteuerung. Das ist ein Kran, der auf 250 Meter oben ist. Und das ist eine Herausforderung für jeden Kranfahrer. Jeder hier ist stolz, an diesem Bauwerk mitarbeiten zu dürfen, auch wenn es noch so schwierig ist. 12 Meter pro Sekunde. Das sind fast 45 Stundenkilometer Wind. Hart an der Grenze, ab der man den Kranbetrieb einstellen muss. Ständig wird der Wind gemessen. Und trotzdem versuchen sie, weitere Aufhängungen für die Membranhülle anzubringen. Einer dieser Stahlträger passt nicht in dieser Nacht. Auch das noch. Irgendjemand war ungenau. Der Wind wird weiter stärker. Was passiert, wenn der Sturm kommt und es ist nicht alles gesichert? Ich wollte das nicht probieren. Kann sein, alle Membranen können wegfliegen, aber wir machen alles, das muss sicher sein. Ja? Das kann nicht passieren. Kaum ist es hell, kommt die Ablösung. Marco. Die Familie in Thüringen pendelt der 48-Jährige monatelang zwischen Gera und Rottweil. Ja, es ist immer nur eine Montage so. Da hätte ich was anderes lernen müssen. Lehrer vielleicht. Und jetzt was gewesen? Nein, ich muss immer draußen sein. So wie jetzt, wenn man rauskommt, ist doch schön hier. Ne? Der Wind nicht, aber erst mal Sonnenaufgang passt. So, deswegen mache ich das ja auch. Die Böen werden stärker. Die Messungen nähern sich 60, dann fast 70 Stundenkilometern. Marco bohrt den Träger aus der letzten Nacht etwas auf, damit er passt. Jede Ungenauigkeit wird exakt protokolliert. Die wollen jetzt wissen, ob das Rohr zu kurz oder zu lang war, ob die Halterung zu weit rechts oder links ist. Und dann kriegt derjenige, woran es liegt, halt seinen Anpfiff. Klettern ist heute komplett unmöglich. Gegen Mittag werden Teile der Montageplattform hochgeklappt. Auch sie ist ein komplettes Novum, ein Prototyp wie der ganze Turm. Klappen auf, damit der Sturm ungehindert nach oben durchziehen kann, ohne Schaden anzurichten. Die Männer ziehen sich zurück. Zu gefährlich. Und man kommt sowieso nicht weiter an so einem Tag.